Wartezeit. Und heute, da habe ich mal wieder einen IC auf dem Tisch. Ja, das hier, das ist offensichtlich irgendwas mit vielen Pins. Klären wir mal auf, das ist ein sogenannter Pegelwandler. Das heißt also ein Ding, was zum Beispiel zwischen 5-Volt-System und 3,3-Volt-System übersetzen kann. Mit denen ihr mal holen, dann sehen wir auch im Prinzip das Konzept. Wir haben ein Ground, ein VA, ein VB und dann A1 bis A8 und B1 bis B8. Also 8 Pins, die wir zwischen zwei Spannungen hin und her machen können, zumindest solange sie sich an derselben Referenz orientieren, sprich denselben Ground nutzen. Wenn wir es näher rangehen, dann sehen wir auch, worum es sich hier handelt. Das Ganze ist ein Chip mit dem wunderschönen Namen YF08E und wir sehen eventuell schon das Logo. Das sieht so ein bisschen nach Texas Instruments aus. Ansonsten ist auf der Platine nicht viel drauf. Wir haben lediglich die Verbindungen halt zu diesen ganzen Lötpunkten für Eingang und Ausgang. Und zwei Kondensatoren, einen der VA filtert, einen der VB filtert. Ja, warum liegt das Ding jetzt hier auf dem Tisch? Nur einfache Sache, ist nicht so einfach. Denn irgendwie hat das nicht funktioniert. Das heißt also, statt ich baue den mal gerade rein und dann geht das schon, artet das hier gerade ein bisschen in ich muss mich mal damit beschäftigen aus. Aber gut, gucken wir erstmal ins Datenblatt, was das Ding denn so überhaupt verspricht. So, und hier haben wir jetzt das Datenblatt zu diesem Chip, eigentlich ein TXS0108E. 8-Bit Bidirectional Level Shifting Voltage Translator for Open Drain and Push-Pull Applications. Okay, 8-Bit heißt also, wir haben 8 Pins. Bidirectional heißt, auf welcher Seite wir senden, ist egal. Und Level Shifting, Überraschung, wir gehen von einem Level aufs andere Level. Wenn wir hier runter gucken, No Direction Control Signal Needed, das heißt also, er erkennt automatisch, wo gesendet wird. Datenrate, je nachdem welchen Modus man nutzt, zwischen 1,2 Megabit und 110 Megabit pro Sekunde. Das ist, denke ich, ausreichend für so das, was man mit üblichen Systemen fährt. Und wir haben hier die entsprechenden Informationen. Auf einer Seite können wir 1,4 bis 3,6 Volt fahren, das heißt also zum Beispiel 3,3 Volt oder auch kleinere 1,5 Volt zum Beispiel könnte man auch damit machen. Oder 1,8 ist, glaube ich, die Logik meistens. Und auf der anderen Seite haben wir 1,65 Volt bis 5,5 Volt. Da können wir dann also zum Beispiel einen 5 Volt Pegel anlegen. Okay, klingt gut. Ansonsten klingt das auch eher überschaubar. No power sequencing required. Either VCCA or VCCB can be ramped up first. Das Ding hat zwei Stromversorgungen, für jede Seite eine. Und es ist egal, welche man zuerst einschaltet. Passt schon. Ansonsten, ESD-Zeugs, jo, passt. Und hier sehen wir auch 1,5 Volt, 1,8 Volt, 2,5 Volt, 3,3 Volt und 5 Volt sind so Sachen, die man üblicherweise nutzt. Es gibt dann noch ein Output Enabled. If Output Enable Input is low, all Outputs are placed in the High Impedance State. Das ist, wenn man halt wirklich nicht aktiv auf Ground oder aktiv auf VCC treiben möchte. Dann gibt es auch den noch. Im Prinzip sollten für uns die Push-Pull die sinnvollere sein, sodass wir wirklich auf VCC und Ground gehen. Dabei ja hier explizit steht, dass wir auf Low ziehen müssen, denke ich, dass wir da kein Problem haben sollten. Der müsste intern Pull-Up haben oder sowas. Das heißt also, das passt schon, müssen wir also theoretisch nichts dran machen. Also, im Prinzip ist das Ganze ja soweit klar. Wir wollen jetzt also mal testen. 5 Volt auf 3,3 Volt. Ich brauche also irgendwie 5 Volt, ich brauche 3,3 Volt und ich brauche irgendwas als Testsignal. Ich würde sagen, wir holen hier einen kleinen ESP. Über USB hat er 5 Volt, über den Spannungsregler 3,3 Volt. Und ja, was blinken lassen? Ein Testsignal im Sinne von einer blinkenden LED klingt jetzt auch eher machbar. Also verkabeln wir mal das Ganze und ich habe jetzt hier für das Testsignal den Pin 8 geholt. Das ist der, wo auch die interne LED dran ist. Dann können wir ja direkt auch sehen, dass tatsächlich aus dem ESP ein passendes Signal rauskommt. Und damit würde ich sagen, wir gehen mal dazu über, hier zu testen. Denn eigentlich ist die Sache ja jetzt relativ einfach. Ne? Wir haben jetzt unser Signal, was wir einspeisen. Das heißt also, auf der anderen Seite müsste es rauskommen. Gucken wir mal. Wir haben jetzt hier unser Multimeter. Schauen wir mal, was haben wir denn hier zwischen Ground und VB. Da haben wir aktuell 5,01 Volt, 5,02, das ist okay. VA hat
3,3 Volt, 3,31. Okay. Und jetzt habe ich hier auf A4 unser Signal angeklemmt. Ich schätze, dafür ist mein Multimeter jetzt zu langsam. Aber wir sehen, das springt hier die ganze Zeit zwischen 0 und einer höheren Spannung hin und her. Also offensichtlich kommt da gerade ein Signal rein. Das heißt also, dieses Signal, das propagiert jetzt ja durch und auf B4 kommt das Signal raus. Korrekt? Gehen wir mal auf B4 und die ganze Zeit 0 Volt. Und das ist halt auch genau der Fehler, in den ich reingelaufen bin. Egal, was ich auf der 3,3 Volt Seite mache, es passiert auf der 5 Volt Seite irgendwie nicht wirklich was. Und das ist eher unschön, denn ich möchte meine Daten vom Arduino senden oder vom ESP mit 3,3 Volt und möchte ein 5 Volt System damit bespaßen. Das ist jetzt eher ungünstig. Also müssen wir wohl oder übel mal gucken, was wir falsch machen oder übersehen. Ich habe es ja schon mal mit einer groben Internetsuche versucht. Es gibt sehr viele Leute, die dieses Problem auch haben. Und fast immer endete die Diskussion mit einem, ich habe am Ende einen anderen Chip benutzt, keine Ahnung. Das finde ich nicht gut, weil eventuell habe ich ein paar mehr davon. Und ich würde die schon gerne benutzen. Also gehen wir mal gucken, ob wir was finden. Ich würde mal sagen, wir versuchen als erstes mal, ob man nicht mit dem Output Enable da irgendwas noch reißen können. Denn den gibt es ja auch noch. Den hatten wir jetzt gar nicht beachtet, weil wir gesagt hatten, der wird bestimmt irgendwie high sein, weil es steht ja, man muss ihn low ziehen, dass das klappt. Gucken wir einfach mal nach. Wir gehen mal hier entsprechend auf Ground und auf den OE und gucken mal, ob wir da was messen können. Und aktuell haben wir da 0,25 Volt oder sowas. Also not high, not low. Dann würde ich sagen, wir ziehen einfach mal den Strom hier. Wir machen das Ganze mit einer Ground-Verbindung. Wobei, Ground ist High-Z. Wir wollen ja kein High-Z. Das heißt, wir ziehen den mal aktiv auf eine VCC-Schiene. Und es steht hier drin, dass es auf VCCA referenziert ist. Das heißt also 3,3 Volt. Das klingt machbar. Machen wir den mal hier dran und dann ziehen wir mal ein bisschen hin und her, gucken, was passiert. Okay, also probieren wir das nochmal. Wir haben jetzt unser Output Enable mit dran. Dann nehmen wir uns mal wieder unsere 5 Volt Versorgung hier und fahren den ESP einmal hoch. So. Blinkt noch alles, keine Explosion, klingt schon mal gut. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier bessere Chancen haben. Also von Ground auf UA haben wir immer noch unsere, wo ist es? Ja, 3,3 Volt sind da, 5 Volt sind da. Output Enable ist jetzt auch 3,3 Volt. Unser Eingang hier, A4, geht immer noch hin und her. Wir sehen, der Punkt springt. Okay, und wenn wir jetzt auf B4 gehen, haben wir immer noch nichts. Tja, so viel dazu. Ne? Also OE auf High zu ziehen, bringt uns nicht wirklich weiter. Das ist nervig. Was können wir denn noch probieren? Wenn wir auf High probiert haben, probieren wir es halt nochmal gerade zur Sicherheit auf Low. Das ist zwar eigentlich falsch, aber nee. Probieren kann man halt mal alles, denn noch haben wir keine wirkliche Ahnung, wieso das nicht geht. Eigentlich wäre das ja der richtige Weg gewesen. Also einmal hier den USB raus, dass die Spannung aus ist, von VA abmachen und dann holen wir dasselbe Drähtchen an GND dran. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ground auf VA, 3,3 Volt, VB, 5 Volt, Output Enable auf Ground, A4 springt und B4 immer noch nichts. Gut, das nächste, was wir testen könnten, wäre ein Pull-Up auf der B-Seite. Denn es könnte jetzt ja sein, dass wir im Tri-State sind oder Open Collector sind. Das heißt also, dass der wirklich nur auf Ground zieht, aber nicht aktiv in Richtung Plus zieht. Also suchen wir uns mal einen passenden Pull-Up-Widerstand, gucken, ob das hilft. Ich habe jetzt hier einen Widerstand, 33 Kilo Ohm.
irgendwas um den Dreh zwischen einem Kilo Ohm und 100 Kilo Ohm ist, denke ich, alles okay. Damit hätten wir jetzt einen Pull-Up an der Stelle. Das heißt also, wir ziehen jetzt passiv über den Widerstand das Ding auf 5 Volt und der Chip kann das aber problemlos gegen 0 Volt ziehen, wenn er es denn möchte. Also wieder mal Strom an und dann gehen wir mal wieder gucken. Ground, V-Dings, 5 Volt sind da, VA, blinkt und der Ausgang ist fix auf 5 Volt und es tut sich weiterhin nichts. Prinzipiell stimmt das aber ja, denn wir haben eben ja festgestellt, wenn wir OE auf Low ziehen, dann schalten ja die Ausgangstreiber vom Chip ab. Das heißt also, es stimmt jetzt erstmal. Probieren wir das Ganze nochmal mit OE auf High. Dann müsste er selbst bei Open Drain das Ding ja runterziehen. Und wie wir sehen können, nichts. Und ich denke, ich habe jetzt von meiner Seite auch alles ausprobiert. Also ich habe natürlich alle Kombinationen ausprobiert. Pull-up auf linker, auf der A-Seite, Pull-up auf der B-Seite, Pull-up auf beiden Seiten. Das Ganze nochmal mit Pull-down, Signal auf A anlegen, Signal auf B anlegen und OE auf Low und High und Floating. In keiner einzigen Kombination konnte ich den Chip davon überzeugen, hier ein Signal von einer Seite zur anderen durchzulassen. Und ich bin auch hingegangen, habe auch die ganzen Traces durchgemessen, also die Beschriftung stimmt, das Signal kommt auch von den einzelnen Lötaugen bis zum Beinchen vom Chip durch, da ist also auch nichts mit den Lötstellen oder mit den Traces irgendwie kaputt. Also ja, ich fürchte, das ist dann der Moment, wo ich kapituliere und mich den Forenteilnehmern da anschließe und mir einen anderen Chip hole. Das ist natürlich sehr uncool, zum einen, weil das Projekt halt jetzt liegen bleiben muss, bis dass ich andere Pegelwandler habe. Und zum anderen, weil ich halt ein paar mehr davon gekauft hatte auf Reserve, weil das Ding halt gut klang, gerade mit der Geschwindigkeit. Irgendwie, was waren es, 120 Megabit pro Sekunde, die wir hin und her schieben können. Und ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen überrascht. Also mir ist schon klar, wenn ich in China irgendwie so ein Modul kaufe, da ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass da ein gefälschter Chip drauf ist. Aber selbst die sind meistens in der Lage, doch zumindest eine Grundfunktion bereitzustellen. Mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn der hier keine 120 Mbit schafft, aber wir reden hier von einem PWM-Signal. Das geht üblicherweise auch bei gefälschten Dingern durch. Meine Vermutung wäre jetzt, dass hier jemand tatsächlich hingegangen ist, hat irgendeinen komplett anderen Chip geholt, hat einfach nur die Nummer drauf gelasert und den dann da drauf hier gedübelt. Hätte ich so nicht erwartet, weil der Originalchip kostet halt auch jetzt nicht so viel. Also das sind ein paar Cent, die man da machen kann. Und wie gesagt, meistens, wenn gefälscht wird, dann sind das durchaus Chips, die eine Grundfunktion haben, sodass man argumentieren kann, ja, wieso funktioniert doch. Hier hat der Händler eher wenig Möglichkeiten, da zu argumentieren. Ja, ist doch ein funktionierendes Ding, das will ich nicht ersetzen. Eventuell werde ich irgendwann mal hingehen und wenn ich was bestelle und lege noch irgendwie mal ein Original mit in den Warenkorb, dann kann man den ja mal tauschen, gucken, ob es mit einem Original-IC funktioniert. Dann können wir uns ganz sicher sein, ob es wirklich eine Fälschung ist, wie ich gerade vermute, und der Originalchip dann funktioniert oder ob der Originalchip dasselbe Verhalten zeigt und ich offensichtlich nicht in der Lage bin, das Ding richtig anzusteuern. An der Stelle übergebe ich da mal an euch. Habt ihr mit dem Chip schon mal gearbeitet? Hattet ihr vielleicht sogar Erfolg im Gegensatz zu mir oder seid ihr am Ende auch dazu übergegangen, andere ICs zu benutzen oder zumindest andere Boards, die behaupten, dass dieser IC drauf ist? Wie gesagt, ich vermute eigentlich, das Original würde funktionieren. Ich für meinen Teil werde dann jetzt wohl oder übel das Projekt mal auf Seite legen, abwarten, bis dass ich andere Pegelwandler habe, die nicht ganz so komplex sind und was ich mit dem Berg von denen hier mache, mal gucken, denn aktuell tun sie offensichtlich nicht, was sie sollen.